Heroes. Es ist Heiligabend. Das ganze Land liegt tief verschneit da, friedlich und schön, wie in einem Bilderbuch. Auch an diesem Tag waren die Geisterjäger schon im Einsatz. Jetzt fahren sie nach Haus. Bist du sicher, dass das der richtige Weg nach Hause ist? Frag mich lieber nicht, dann muss ich auch nicht lügen, Winston. Wirklich toll. Das ist das letzte Mal, dass wir einen Auftrag in so einer verschneiten Gegend annehmen. Ich glaube sowieso, dass wir diese Kundin verloren haben, nachdem was passiert ist. Ich hab doch gesagt, das war nicht mein Fehler. Vergiss es, Ray. Ich glaube, wir sind alle etwas schlecht gelaunt, weil wir Heiligabend arbeiten mussten. Nicht wahr, Peter? Mir macht das nichts aus. Heiligabend ist doch ein Tag wie jeder andere. Das ist ja merkwürdig. Ich kann mich gar nicht an diese Weggabelung erinnern, du, Egan? Nein, aber in Anbetracht unserer Fahrtrichtung und der wahrscheinlichen Position der Autobahnauffahrt plädiere ich für links. Das war keine gute Idee von Egan. Unsere Freunde haben sich total verfahren. Also ich kann mir nicht helfen, aber wie eine Autobahnauffahrt sieht das nicht aus. Seid ihr nicht auch meiner Meinung? Ja, ist ja schon gut, Peter. Komm schon, Ecto 1, nur noch ein kleines Stückchen weiter, du schaffst es, wir wollen doch nach Hause kommen. Zu allem Überfluss bleibt nun auch noch das Auto im Schnee stecken. Unsere Geisterjäger machen sich wohl oder übel zu Fuß auf den Weg. Hätte ich doch bloß lange Unterhosen angezogen. Auch eine Art Heiligabend zu verbringen, was, Peter? Nicht anders als sonst. Ich mache mich mal auf die Suche nach einer Telefonzelle. Was hat er bloß? In dieser Jahreszeit ist Peter immer etwas schlecht gelaunt. Weihnachten gehört nicht gerade zu seinen Lieblingsfesten. Sein Vater war zu Weihnachten nie zu Hause. Sowas nimmt einen im Laufe der Zeit ganz schön mit. Es ist leichter, damit fertig zu werden, wenn man vorgibt, dass man sich aus Weihnachten nichts macht. Wenn man sich das lange genug einredet, glaubt man mit der Zeit selber dran. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, Schneewanderungen sind auf die Dauer nichts für mich. Ich hoffe nur, dass es wirklich ein Telefon auf der anderen Seite gibt. Plötzlich kommt ein Wirbelwind auf, schleudert unsere Freunde durch die Luft und ist in der gleichen Sekunde auch schon wieder verschwunden. Als die Geisterjäger wieder zu sich kommen, sehen sie zu ihrer Überraschung eine kleine, verträumte Stadt vor sich liegen. Hey, guckt mal da! Wir sind wieder in der Zivilisation! Toll! Eine richtig verträumte kleine Stadt, die muss ja uralt sein. Dann ist es noch merkwürdiger, dass sie nicht auf der Karte eingezeichnet ist. Sieht fast aus wie ein englisches Dorf aus der viktorianischen Zeit. Wie auch immer, auf jeden Fall werden sie irgendwo eine Telefonzelle haben. Kommt! In der Stadt machen die Leute ihre letzten Weihnachtseinkäufe. Das ist eine wunderbare Ente, Vater. Es wird bestimmt ein ganz besonderes Weihnachtsfest werden. Das wird es, Tim. Aber jetzt müssen wir nach Hause, damit Mutter genügend Zeit hat, die Ente zuzubereiten. Ich danke Ihnen vielmals und fröhliche Weihnachten. Danke, das wünschen wir Ihnen auch, Bob. Sag doch mal ehrlich, Elizabeth, ist dir schon mal jemand begegnet, der sich so freuen kann wie der kleine Tim? Nur schade, dass sein Vater für diesen alten Geizhals Mr. Scrooge arbeiten muss. Inzwischen sind unsere vier Freunde auf der Hauptstraße angekommen. Da, ein Schrei. Was zum Teufel war das? Hörte sich an, als ob es von da hinten kam. Ich empfange PKE-Signale. Sie kommen aus dem Haus, von da oben. Seht mal da! Ich empfange noch drei weitere Signale. Und zwar sehr mächtige. Sie nähern sich dem Haus aus dieser Richtung. Für Geisterjäger gibt es eben keinen Feierabend. Sofort rennen die Geisterjäger zu dem Haus und stürmen in die Wohnung. Dort sehen sie eine eigenartige Szene. Der alte Geizhals, Mr. Scrooge, sitzt auf seinem Bett. Vor ihm zwei Männer und ein Mädchen. Geister zweifellos, die aber recht freundlich aussehen. Ich will nicht mit euch gehen. Bleibt mir vom Leib, ihr Geister. Lasst mich in Ruhe. Steht da nicht einfach so rum, Männer. Unternehmt was. Wie wär's denn vielleicht mit dem kleinen Wörtchen? Bitte. Meine Herren, nein. Sie würden ihm weitaus mehr Schaden zufügen als uns. Lasst uns gehen. Oder ihr werdet schuld daran sein, wenn Weihnachten nie wieder ein Fest der Freude sein wird. Ja, das erzählen uns alle Geister. Egan wirft die Geisterfalle aus. Ohne große Probleme werden die drei Geister eingefangen. Nein! Ihr habt es geschafft. Ich bin so glücklich wie ein Engel. So fröhlich wie ein Schuljunge. Wir sind die Geisterjäger. Wir würden gern mal Ihr Telefon benutzen. Wir hatten nämlich eine Autopanne. Es tut mir leid. Ich habe kein Telefon, haben Sie gesagt?
Aber, Herr Gentleman, Sie können sicher sein, dass ich Ihnen zu ewigem Dank verpflichtet bin. Was Sie heute Nacht für mich getan haben... Wird Sie eine schöne Stange Geld kosten, wenn Sie uns bitte einen Scheck ausstellen würden? Der alte Geizkragen zeigt sich nicht besonders dankbar. Sie wollen Geld, Sie? Sie verlangen Geld für diese Art Hilfeleistung? Das ist ja wirklich unglaublich! Wenn ich gewusst hätte, dass ich dafür zahlen muss, hätte ich es selbst erledigt. Ich weiß ja noch nicht mal, ob das wirklich echte Geister waren. Es waren vielleicht nur Lichtspiegelungen oder irgendwas, was ich gegessen habe. Ein unverdautes Stück Fleisch, ein zu scharfer Senf, eine noch halbrohe Kartoffel. Es wäre aber auch möglich, dass die Soße einfach nur zu fett war. Wir reden vom Geld und er erzählt uns von seinem Abendessen. Ich glaube, er will uns einfach nicht verstehen. Meinst du nicht auch? Genau. Okay, Egan, du kannst sie wieder freilassen. Nein, nein! Wartet! Wenn es unbedingt sein muss, sollt ihr euer Geld bekommen, aber auch nicht einen Schilling mehr. Widerwillig wirft der alte Peter eine Münze zu. Das kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein. Haben Sie eine Vorstellung, wie viel wir normalerweise kassieren? Wir haben... Ja, Ray, ist das deine unmissverständliche Art, mir klarzumachen, dass du mit mir reden willst? Mann, sieh dir das doch bloß mal an, Peter. Eine echte Münze aus dem Jahre 1837 in bestem Zustand, als wäre sie gestern erst geprägt worden. Naja, nichts für ungut, das sollte genug sein. Also dann, gute Nacht. Nun kommt, Jungs. Also, ihr seid wohl doch nicht so mächtig, wie ich dachte. Keiner von euch wird es jemals wieder wagen, den Schlaf von Ebenezer Scrooge zu stören. Ab heute erkläre ich euch den ewigen Krieg. Weihnachten. Bäh. Humbug. Erneut stapfen die Geisterjäger durch den tiefen Schnee. So langsam habe ich genug von dem ganzen Schnee. Ich will lieber auf eine Insel in der Karibik. Auf einmal sind sie wieder bei ihrem Auto angekommen. Wir müssen genau einmal im Kreis gegangen sein. Naja, ich kann es ja einfach nochmal versuchen. Vielleicht klappt es diesmal besser. Und diesmal springt der Wagen an. Gut gemacht, Ray. Kommst du, Egan? Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwas kommt mir bekannt vor an der Geschichte, die wir erlebt haben. Als ob sie irgendwann schon mal passiert wäre. Ach, was soll's. Zurück in der Einsatzzentrale. Also, Egan, du verfrachtest die Geister in den Verbannungscontainer und wir besorgen einen Weihnachtsbaum. Nicht wahr, Peter? Weihnachten. So ein Humbug. So ein Blödsinn. Ein Weihnachtsbaum. Humbug. Aber ich dachte immer, du liebst Weihnachten. Wirklich seltsam. Schon seltsam, dass Janine sich auf einmal nichts mehr aus Weihnachten macht. Auch auf den Straßen benehmen sich die Leute äußerst eigenartig. Hallo, fröhliche Weihnachten. Bäh, Humbug. Manche Leute kommen nie in Weihnachtsstimmung. Kommt, lasst uns mal darüber gehen. Es gibt doch nichts Schöneres als die Weihnachtsdekorationen in der Fifth Avenue. In einem Schaufenster entdeckt Winston ein Buch. Ein Weihnachtshumbug? Von Ebenezer Scrooge? Aber das ist ja der Mann, dem wir geholfen haben. Wie konnten wir Scrooge helfen? Das ist doch völlig unmöglich. Es sei denn, wir waren in der Vergangenheit. Ach, du liebes Bisschen. Dieser Wirbelsturm, in den wir hineingeraten sind, als wir den Berg hochgingen, das muss eine Zeitverschiebung gewesen sein. Ein Zugang in die Vergangenheit. Ebenezer Scrooge? Und die Geister, die wir eingefangen haben, waren die Geister der Weihnachtsvergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Diese Geschichte kennt doch jedes Kind. 1837 gelang es Scrooge, auf eigene Faust die drei Weihnachtsgeister zu besiegen. Seitdem gibt es bei uns kein Weihnachtsfest mehr. Und das ist ein Glück, kann ich nur sagen. Das ist alles unsere Schuld. Hätten wir uns nicht eingemischt, dann wäre das alles nie passiert. Gar kein Problem. Wir haben die Geister doch eingefangen, also brauchen wir sie bloß wieder zurückzubringen, stimmt? Aber Egan müsste gerade dabei sein, die Geister in den Verbannungscontainer zu stecken. Und wenn sie da erstmal drin sind, dann kriegen wir sie nie wieder raus. Peter, Winston und Ray eilen so schnell es geht zurück in die Zentrale. Egan, warte, nein! Diese drei Geister, Egan, hast du die etwa schon? Natürlich, ich bin gerade damit fertig geworden. Egan, gibt es keine Möglichkeit, die drei rauszuholen, ohne dass alle anderen gleich mitkommen? Nein, das geht nicht. Warum fragst du? Oh nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Diesmal haben wir wirklich was ganz Furchtbares angerichtet. Was? Was sollen wir denn gemacht haben? Du hast gerade erfolgreich Weihnachten abgeschafft, Egan. Weihnachten ist vorbei, für immer. Also lasst mich das Ganze nochmal zusammenfassen. Erstens sind wir in der Zeit zurückgegangen. Zweitens haben wir die Geschichte verändert, weil wir Scrooge geholfen haben. Und drittens haben wir damit erreicht, dass nun kein Mensch mehr Weihnachten feiert.
Faszinierend. Uns bleibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen zurückgehen und die Geister der Weihnachtsvergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu Ebenezer Scrooges Haus zurückbringen. Ja, der Zugang zur Vergangenheit, durch den wir gekommen sind, könnte noch da sein. Aber wir müssen uns beeilen. Die Zeit vergeht dort genauso schnell wie hier. Und Heiligabend ist bald vorbei. Die Frage ist nur, wie wollen wir es schaffen, dass die drei aus dem Container kommen, ohne dass die anderen Geister alle mitkommen? Es gibt eine Möglichkeit. Ich könnte versuchen, den Verbannungscontainer an einer bestimmten Stelle ein kleines Stückchen zu öffnen. Aber das würde bedeuten, dass die Geister zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sein müssten. Aber wie willst du sie dahin bekommen? Ganz einfach. Ich gehe in den Container und suche sie. Der Puls scheint normal. Hast du dir vielleicht irgendwo den Kopf gestoßen? Ach, also ich verstehe das nicht. Warum macht ihr eigentlich so einen Zirkus? Heiligabend ist doch ein Tag wie jeder andere auch. Ein Tag wie jeder andere. Hört sich das nicht bekannt an, Peter? Ich hab doch sowas nie gesagt. Und selbst wenn, das war was anderes. Also gut, Igen, du hast recht, aber das heißt, dass wir alle in den Verbannungscontainer gehen. Kommt nicht in Frage, auf keinen Fall. Ihr müsst schon vorgehen. Und wenn ich die Geister habe, treffe ich euch vor Scrooges Haus. Und wenn du da nicht wieder rauskommst? Falls das passieren sollte, müsst ihr die Rolle der drei Weihnachtsgeister übernehmen. Warum habe ich bloß schon wieder das Gefühl, als ob mir das keinen Spaß machen wird? Peter, Winston und Ray fahren los zum Haus des alten Mr. Scrooge. Soweit ich mich erinnere, war es hier in der Nähe. Der Zugang zur Vergangenheit müsste da hinten irgendwo sein. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Scrooge unser Theater glaubt. Ich würde es ja selbst nicht tun. Komm schon, Peter. Du musst ein bisschen Vertrauen haben. Etwas Freude am Weihnachtsfest. Da ist wieder der Wirbelwind und reißt die drei wieder zurück in die Vergangenheit. Und da ist auch Mr. Scrooge und schreibt an seinem Buch. Also mal sehen. Wo soll ich anfangen? Aber natürlich... Fertig? Ja, von mir aus kann's losgehen. Aber ich möchte euch nur mitteilen, dass ich mir in diesem Aufzug ausgesprochen dämlich vorkomme. Winston und Ray ziehen ihn an einem Seil direkt vor das Fenster und mit einem Schwung landet Peter im Zimmer. Was soll denn das? Lassen Sie mich sofort los! Was glauben Sie denn, wer Sie sind? Hallo, Mr. Scrooge, ich bin Peter. Ich meine, ich bin natürlich der Geist der Weihnachtsvergangenheit. Ach, das kann doch gar nicht sein. Du bist besiegt worden, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Du hast dich verändert. Und Sie sind immer noch der gleiche. Ganz schön deprimierend, was? Du sagst, dass du der Geist der Weihnachtsvergangenheit bist? Dann müsstest du doch eigentlich auch eine Aura haben. Scrooge ist misstrauisch. Er will den Strahlenkranz sehen, den das Weihnachtsgeistmädchen sonst immer um sich hat. Zum Glück ist Peter darauf vorbereitet. Ach ja, richtig. Mal sehen, wo war denn dieser Schalter für die Magnesiumleuchten? Ach da. So, bitte, hier kommt die Aura. Ja, ist ja gut, ich glaube dir ja. Was willst du denn eigentlich von mir? Scrooge, mein Lieber, wir sehen uns jetzt mal die wichtigsten Stationen Ihres bisherigen Lebens an. Inzwischen trifft Egan seine Vorbereitungen, um den Verbannungscontainer betreten zu können. Es kann losgehen, Janine. Alles ist vorbereitet. Wenn ich diesen Knopf drücke, wird sich meine molekulare Dichte im Verbannungscontainer für eine Stunde stabilisieren. Und wenn du in einer Stunde noch nicht zurück bist? Dann bin ich drin gefangen. Für immer. Oh nein! Egal, was auch passiert, diese Tür muss die ganze Zeit offen bleiben, sonst komme ich nie wieder raus. Viel Glück! Jetzt ist Egan im Verbannungscontainer. In einem großen, leuchtenden Tunnel bewegt er sich vorsichtig vorwärts. Komm, wir gehen, Slimer. Wir können die Sache oben auf dem Monitor verfolgen. Oh, meine Idee! Oh, Egan. Sei bloß vorsichtig. Peter ist immer noch mit dem alten Geizhals Mr. Scrooge beschäftigt. Er will ihm seine Vergangenheit aufzeigen. Dadurch hofft er, den Alten davon abzubringen, sein Buch zu Ende zu schreiben. Weihnachten soll eben kein Humbug werden. Und was siehst du jetzt? Aber das ist ja meine alte Schule. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, als ich ein Schüler war. Und das war unser Klassenzimmer. Ich habe viele Weihnachtsfeste dort allein verbracht. Mein Vater war fast immer geschäftlich unterwegs. Aber ich habe auch das überstanden. Meine Bücher waren meine besten Freunde. Was braucht ein Junge mehr? Ich würde sagen, eine ganze Menge. Mir ging's jedenfalls so. Also, was haben Sie daraus gelernt? Es tut mir furchtbar leid, aber ich wusste nicht, dass ich dabei was lernen sollte. Der Grund dieses Ausflugs war, Ihnen klarzumachen, dass man für eine trostlose Kindheit nicht das Weihnachtsfest verantwortlich machen kann.
Viele von uns haben schon mal ein enttäuschendes Weihnachtsfest erlebt. Aber wenn man aufgibt, dann gibt man damit die Möglichkeit für ein schönes Weihnachtsfest auf, was man noch ursprünglich haben wollte. Glauben Sie nicht, dass wir da alle noch etwas dazulernen könnten? Naja, das wäre schon möglich. Aber so richtig hast du mich noch immer nicht überzeugt. Sie haben ja auch noch zwei weitere Chancen. Also, sobald ich weg bin, werden Ihnen die Geister der Weihnachtsgegenwart und Zukunft einen kleinen Besuch abstatten. Ehe der Alte es bemerkt, lässt sich Peter am Seil, das immer noch außen befestigt ist, wieder herunter auf die Straße. Wo bleibt denn bloß Egan? Ich glaube nicht, dass wir es allein schaffen, Scrooge zu überzeugen. Wir werden alles versuchen, Weihnachten zu retten. Das müssen wir. Immer noch ist Egan im Verbannungscontainer auf der Suche nach den drei Weihnachtsgeistern. Die Zeit wird knapp. Es hat keinen Sinn, Egan. Komm zurück. Die Stunde ist fast vorüber und dann bist du gefangen. Ich hab sie. Da sind sie. Folgt mir, schnell. Es gibt Probleme, Janine. Ich glaube, die anderen Geister haben mitbekommen, was wir vorhaben. Sie versuchen vor uns an der Öffnung zu sein. Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Geh rüber zum Schließsystem, Janine. Schnell! Sobald du merkst, dass sie herauskommen, musst du es einschalten. Nimm auf mich keine Rücksicht. Sie dürfen nicht entkommen. Mit Janines Hilfe schafft es Egan, mit den drei Weihnachtsgeistern aus dem Verbannungscontainer herauszukommen. In buchstäblich letzter Sekunde kann er die Tür vor der anstürmenden Horde der bösen Geister verschließen. Sehr gut gemacht, Janine. Wir reden später. Peter und Winston sind schon ganz verzweifelt. Das funktioniert niemals. Wir haben versagt. Noch nicht? Sieh mal! Da ist Egan auch schon da. Ich hab sie! Ich hab sie! Ich wusste, dass du es schaffst, Egan. Hier! Der alte Scrooge hat jetzt keine Chance mehr, sein böses Buch zu schreiben, um damit den Menschen das Weihnachtsfest zu verderben. Dafür sorgen die drei Weihnachtsgeister. Du wirst heute Nacht von drei Geistern besucht werden. Was denn? Drei weitere? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das auch noch überleben werde. Der erste Geist wird um 1 erscheinen, der zweite kommt um 2. Und der dritte kommt, wann immer er es schafft. Und nun, Ebenezer Scrooge, lebe wohl! Nun, haben wir erreicht, was wir wollten? Ja. Glaubt ihr, dass der alte Scrooge etwas dazugelernt hat? Ja, ich glaube, dass er das getan hat. Aber ich nehme doch an, dass ihr auch etwas dazugelernt habt. Das ist schließlich auch der Grund, weshalb ihr hier seid. Ich habe aus der ganzen Sache viel gelernt. Ich glaube, dass ich Weihnachten erst jetzt richtig zu schätzen weiß, wo wir es beinahe verloren hätten. Ja, ehrlich. Können wir jetzt nach Hause gehen? Aber natürlich, ich bringe euch selber hin. Haltet euch an meinem Mantel fest. So ist gut. Und in einem Wirbelwind fliegen unsere Freunde durch die Nacht und finden sich im nächsten Augenblick zu Hause wieder. Wo sind wir? Ich meine, wir waren doch eben noch in Scrooges Haus. Ja, so macht das Reisen Spaß. Die Frage ist nur, hat auch alles geklappt? Ist Weihnachten wieder wie früher? We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tja, alles ist wieder wie früher. Weihnachten bleibt Weihnachten. Also lasst uns anstoßen. Auf Ebenezer Scrooge und die drei Weihnachtsgeister. Prost! Fröhliche Weihnachten euch allen! Und allen auch eine gute Nacht!